Einen schönen guten Morgen aus Thüringen. Wir sind hier bei einer LPG am Güllefahren. Ich bin heute mit dem Zubringer unterwegs und bin es auch noch die ganze nächste Woche. Hier bei dieser ehemaligen Milchanlage, jetzt Mastanlage, haben wir schon ein paar tausend Kubik rausgefahren. Der Pott war vorher voll und das Wetter hat eigentlich soweit gut mitgespielt die Woche. Jetzt wird es langsam kälter, aber ich glaube, wir kommen gut voran. Und man sieht, da hat sich ordentlich was getan. Da hinten sehen wir noch ein paar andere ehemalige DDR-Gebäude. Und hier gibt es auch echt geile Maschinen. Also da hinten steht noch so ein IFA-Bagger. Hier sind überall LKWs in den Büschen versteckt. Kann was. Definitiv. So, dann mache ich mich mal wieder runter. Der Pott wird langsam voller. Und jetzt los. Kumm Technikfass heißt, das Ding schaltet automatisch ab, sobald oben der Fühler an den Sensor dran kommt. Dann geht die Hydraulikpumpe aus. Der saugt sich voll mit einer hydraulisch angetriebenen Kreiselpumpe da hinten. Und mit dem Höhenunterschied hier wird sich das Fass wahrscheinlich auch von alleine volldrücken. Und na, jetzt sind wir gleich soweit. Oben gehen die Lampen an, Pumpe geht aus. Schieber zu, Pumpe aus. Und dann machen wir mal den Rücklauf auf. Das ist hier natürlich mal wieder alles nicht im besten Zustand, so wie das immer ist. Lüftung auf. Eigentlich so einen Schlauch abziehen können. Der LKW ist jetzt ganz schön dreckig, weil wir über so einen nassen Feldweg wieder zurückfahren. Dann sieht das Ganze natürlich auch dementsprechend aus. So, Deckel drauf, wieder zu. Und dann alle Schieber wieder zu, damit es hier keinen Malheur gibt. Hatten wir nämlich schon. Kann sich ja nie sicher sein, ob die Dinger wirklich zu sind. Da hinten der Gulli, der Rücklaufgulli ist auch schon einmal kurz übergelaufen. Ach, Katastrophen. Mercedes Akros. Scheiße. So. Und jetzt los. Pumpe einmal aus. Vorwärtsgang einlegen. Ab geht er. Also dank dem Agrarmonitor wissen wir auch genau, wo wir sind. Und dann geht es jetzt weiter. Ich glaube, das Geschaukel, das erspare ich euch erstmal. Eieieiei. So, jetzt hat es angefangen zu regnen. Und da hinten ist der Ausbringer. Der saugt sich dann voll. Und dann ist insgesamt 18 Meter Gestänge. Normalerweise würde ich dann jetzt hier nochmal den Ansaugtrichter oben öffnen mit der Fernbedienung. Das Gute ist, was wir hier haben, ist mit Agrarmonitor sehe ich halt auch, wo die anderen langgefahren sind und kann mich daran ganz gut orientieren. Und dann kommt er nur noch mit seinem Arm hier ran und saugt sich einmal zweimal voll von dem LKW, ich glaube 28 Kubik.
und dann kann er hier einmal die Fläche voll machen. Wunderschönes Wetterchen. Auf einmal klart es doch wieder auf. Und wir sind auf einer neuen Fläche. Hier ist das Gefälle auch nicht so stark, dass es irgendwo hinlaufen könnte, weil der Boden ist ganz schön dicht. Und dann geht es hier jetzt weiter. Thank you.